Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video die sogenannte Master Detail View Ansicht anschauen. Das ist eine der Ansichten, die man sehr, sehr häufig in Software heutzutage findet. Wie schaut das Ganze aus? Im Prinzip ist eine Master Detail Ansicht so aufgebaut, dass wir einen Masterbereich haben. In diesem Masterbereich findet sich für WPF-Elemente üblich ein Items-Control, üblicherweise eine Listbox. Und über diese Listbox werden mehrere Objekte präsentiert. Wir werden es in unserem Fall mit Kontakten machen. Und wir können dann eben sagen, dass ein Kontakt hier ausgewählt wird. Also wir sehen hier beispielsweise den Namen der Kontakte. Und sobald wir hier einen Kontakt auswählen, wird dafür im Detail-Bereich alle Informationen, die wir zu diesem Kontakt haben, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Alter und so weiter, was wir bis jetzt so gehabt haben, hier angezeigt. Dieses Master Detail findet sich sehr häufig wieder in unseren alltäglichen Programmen, also es ist wirklich fast in jedem Programm eingesetzt. Beispiel Visual Studio, wir haben hier insofern eine Master Detail Ansicht, als dass ich hier nämlich verschiedene Sachen auswählen kann und hierfür wird dann jeweils ein Tab in der Source Editierungsbereich geöffnet. Genauso hier, also im Prinzip ist das ein Master Detail Verhalten. Ich habe hier eine Auflistung aller Elemente in meinem Projekt bzw. meiner Solution. Wenn ich hier eins mit Doppelklick in diesem Fall auswähle, dann wird es eben geöffnet. Genauso kann man das hier zum Beispiel sehen, wenn ich hier in die Navigationsleiste von Word gehe. Auch hier kann ich eben ein Element hier aussuchen und ich springe dann im Contents hier an eben diese Stelle, die ich hier ausgewählt habe. Auch das kann man mehr oder weniger als Master Detail bezeichnen, wobei wir hier eben ein Scrollen auslösen, wenn wir ein entsprechendes Element klicken. Was wir tatsächlich nachbauen werden, ist eine ähnliche Funktionalität wie hier. Aber prinzipiell kann man sich merken, der Master bietet viele Objekte an, der Detailbereich beschreibt genau ein Objekt, das gerade ausgewählt wird. Das ist so die Standard-Variante, wie man es hier dann sieht. Also auch, wir werden es gleich sehen, wie es mit Kontakten aussieht. Ich glaube, dann wird das eindeutig. Deswegen erstelle ich mal hier kurz diese Klasse, die wir für diese Solution brauchen. Dazu werde ich einfach das Übliche hier mit angeben. Vorname. Also ich werde es jetzt bloß als Datenklasse machen, nicht wirklich als Domänenklasse. Wirklich bloß, damit wir diese Daten in die Master Detail View bringen können. Und wir hatten ja noch E-Mail und die Telefonnummer. Okay. Also wirklich diese Klasse so einfach aufgebaut, wie es geht. Und wir werden jetzt eben dafür sorgen, dass wir unsere Ansicht, die könnten wir eigentlich gleich nehmen und machen daraus eine Kontakte Master Detail Ansicht. Gut, dann schauen wir mal in die XAML-Datei für diese Ansicht. Und das erste, was ich eben mache, ich nehme erstmal hier diese Elemente wieder raus, die schon drin sind. Das Grid lasse ich aber gleich drin. Und ich werde auch die Breite mal auf 550 Elemente machen, damit das eher dem entspricht, was wir hier auch tatsächlich sehen. Und ich werde jetzt
wenig XAML schreiben, damit man auch mal sieht, wie man den Designer einfach bedienen kann. Das erste, was ich mache, ist, dass ich hier im Document Outline das Grid auswähle und dann kann ich hier einfach direkt sagen, okay, hier ungefähr sollen eine Spaltentrennung entstehen. Das heißt, ich habe jetzt einfach durch einen Klick, wenn ich hier an den Rand gehe, sieht man, dass ein oranger Pfeil mit Linie erscheint. Und da kann ich dann eben in diesem Fall einfach die Elemente erstellen. So, und ich sage hier eben, dass das ungefähr im Verhältnis 73 zu 102, ich glaube, das sollte ungefähr passen. Ich könnte auch sagen, dass ich hier einfach sage, okay, das soll ein Stern sein und er kriegt, hoppala, das wollte ich nicht, er kriegt hier dafür im Vergleich 4 Sterne, dann würde das eben im Verhältnis 1 zu 4 aufgeteilt. Aber ich würde es, glaube ich, sogar im Verhältnis 1 zu 3 machen. Oder was heißt Verhältnis, das stimmt gar nicht. 1 und 3 ergeben dann insgesamt 4. Okay, ich glaube, ich werde es vielleicht aber sogar 2 zu 5 machen. Na wohl, lassen wir es erstmal so. Auf das Wichtigste, was jetzt rauskommt, das links soll mein Masterbereich sein. Ich mache vielleicht doch mal 1 zu 2, was besser sieht. So. Links ist mein Masterbereich, hier möchte ich eben ein Items Control drin haben. Und das mache ich einfach, indem ich hier eine Listbox erstelle. Ich wollte eigentlich kein XAML schreiben, habe ich gesagt. Deswegen suche ich hier eben nach einer Listbox und füge die direkt mal zu diesem Grid hinzu. Also ich habe bloß einen Doppelklick drauf gemacht und man sieht hier eben, hier werden gleich einige Attribute draufgesetzt auf dieses Element. Die kann man einfach löschen und dann wird diese Listbox automatisch in der ersten Spalte dieses Grids festgelegt. In der zweiten Spalte möchte ich eben ein Stack-Panel hinzufügen. Auch da wähle ich das Grid aus und mache dann einen Doppelklick in Stack-Panel, ziehe mir das hier rüber und all diese Elemente, die hier standardmäßig gesetzt sind, die haben mit Layout zu tun. Was ich jetzt machen kann, damit ich diese wieder löschen kann, die werden automatisch gesetzt und man kann das leider auch nicht ausstellen, wenn man es nicht per XAML direkt hinzufügt. Aber man kann hier einen Rechtsklick machen, Layout auswählen und Reset All auswählen. Dann ist das Stack-Panel jetzt komplett hier in diesen Bereich eingefügt. Und wir sehen hier auch schon, Grid.Column ist richtig gesetzt. Und was ich jetzt in diesem Stack-Panel eben machen möchte, ist, dass ich hier verschiedene Textboxen anzeige. Nicht Textboxen, Textblöcke, in der man dann eben für die Klasse Kontakt die einzelnen Daten anzeigen kann. Wir benutzen nun also einen Textblock, den wir zum Stack-Panel hinzufügen und das Ganze machen wir ein paar Mal, zweimal, dreimal. Viermal. Was möchte ich haben? Hier in dem oberen Textblock möchte ich den vollen Namen, also Vor- und Nachname kombiniert, anzeigen. Das kann man auch gleich mit hier hinzufügen, dass wir hier einen Getter machen. Und ich mache hier den vollen Namen. Und der gibt einfach den Vornamen plus ein Leerzeichen plus den Nachname zurück. So. Und hier möchte ich eben diesen Namen später anzeigen. Ich gebe diesem Textblock deswegen den Namen, Name Textblock. Der Rest, der hier drin steht, den nehme ich wieder raus. Wobei ich glaube ich noch den Text mal. Also ich mache hier mal einen Beispielnamen rein, denn ich möchte das etwas anders formatieren. Das erste, was ich mache, ist, dass ich hier etwas Margin draufsetze. Und genauso auf die Listbox. Auch der gebe ich übrigens einen Namen, das ist nämlich die Master Listbox. Und hier setzen wir den Margin ebenfalls auf 5. Und genauso hier nochmal den Stack Panel auf 5.
Einheiten, damit wir einfach ein bisschen Abstand zwischen den verschiedenen Elementen haben. Gut. So, und was ich hier jetzt eben haben möchte, ist, dass ich hier die Font Family ändere auf eine Leitschriftart und dass ich die Font Size etwas größer mache. Ich möchte nämlich, dass der Vorname deutlich größer erscheint. Das ist ein bisschen heftig, aber so ist es ganz okay. Und dann sagen wir noch, dass wir zu den nächsten Elementen etwas weniger Platz wollen und das ist eben ein bisschen mehr Platz. Nach unten gebe ich noch zusätzlich, na sagen wir mal, 10 Elemente. Gut, dieses Text-Wrapping, das brauchen wir nicht. Stattdessen geben wir diesen eben jetzt verschiedene Namen für die unterschiedlichen Bedingungen. Wir haben hier eben das Geburtsdatum, Textblock. Und hier unten, diesen nennen wir eben, das ist der Telefon-Textblock. Und hier unten vergeben wir den Namen E-Mail-Textblock. Und dann können wir auch diese Elemente hier rausnehmen. Also man würde dann als UI-Designer natürlich noch drauf schauen, dass es dass das Ganze ein bisschen hübscher aussieht. Aber so genau wollen wir es dann auch nicht nehmen. Okay. Wichtig ist jetzt, dass wir eben hier eine Eigenschaft machen. Diese heißt eben Kontakte. Und hier bekomme ich auch eine I-List von Kontakt. Und das können wir jetzt eben hier setzen und auch wieder rausholen. Obwohl, eigentlich können wir es gleich so machen. Masterlist Box Item Source als iList of Contact. Und hier im Setter mal ein bisschen Platz machen. Da sagen wir eben masterlistbox.itemsource ist gleich der Wert, den wir hier haben. Gut. Was passiert hier jetzt? Wir haben die itemsource-Property der Listbox, die wir hier in XAML definiert haben und der wir eben einen Namen gegeben haben. Darauf haben wir eben die Eigenschaft ItemSource gesetzt. Und in diese ItemSource kann man einfach alles reinstecken, was ein IEnumerable ist. Das heißt im Prinzip jede beliebige Collection. Was dann passiert, ist eben, dass die Elemente in dieser Collection automatisch von der Listbox angezeigt werden. Und wir erstellen uns dann, oder die Listbox besser gesagt, erstellt dann eben visuelle Elemente für diese Objekte, die in dieser Collection drin sind. Wichtig ist, dass, wie auch schon in einem vorherigen Video gesagt, diese Objekte müssen nicht UI-Elements sein. Das heißt, sie müssen sich nicht rendern können. Das können ganz normale Standardobjekte sein. In der WPF-Programmierung müssen diese quasi nicht mit eingebunden sein. Dafür werden automatisch Vorlagen erstellt, in diesem Fall eben standardmäßig ein Textblock und da wird eben toString aufgerufen. Damit wir das Ganze auch gleich mal sehen, werde ich diese Sache hier jetzt dann einbinden, mal in Main Window. Und wir müssen einmal bilden, damit wir das hier sehen. So, und was wir hier jetzt eben machen können, wir können hier direkt mal in XAML, das sollte man zwar im echten Leben dann nicht mehr machen, das ist natürlich Blödsinn, was ich hier mache, ich möchte die Kontakte haben, aber was ich hier jetzt eben machen kann, ist, dass ich direkt eine Kontaktliste erstelle,
Das kann ich mal kurz hier einfach mitmachen. Die nenne ich Default Contacts oder Standardkontakte. Leite hier einfach von List of T mal ab. In diesem Fall eben List of Contact. Und hier setze ich einfach im Konstruktor mal, auch das sollte man eigentlich nicht in der richtigen Programmierung machen, aber ich sage einfach, dass ich gleich addRange aufrufe und mache hier einfach einen neuen Array auf, in dem ich eben drei Kontakte reinstecke. Das übliche eben. Wenn wir dann diese beiden Kontakte haben, dann kann ich jetzt eben direkt diese Klasse nehmen und hier als Inhalt von meiner Kontakte Master Detail Klasse hier verwenden. Das heißt, ich kann hier die Standardkontakte erstellen. Und wir sehen hier jetzt eben noch nicht viel, aber wenn wir jetzt eben hier die Sache mal ausführen, dann sehen wir, dass in der Listbox tatsächlich zwei Elemente drin sind. Aber es passiert noch nichts, wenn ich eines dieser selektiere. Zusätzlich haben wir noch das Problem, dass wir bei Kontakte to String nicht überschrieben haben. Das heißt, es ist ziemlich langweilig. Und genau um dieses Problem werden wir uns jetzt als erstes kümmern. Damit hier der tatsächliche Name steht von diesem Kontakt, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass wir hier einfach in unserer Kontaktklasse String überschreiben. Wir könnten hier jetzt einfach den vollen Namen zurückgeben. Nicht den Vornamen, den vollen Namen. Und wenn wir jetzt unser Programm ausführen, sehen wir, dass eben tatsächlich toString aufgerufen wird, um aus diesen Objekten, die die Listbox bekommt, Inhalte für einen Textblock zu machen. Deswegen ist das unsere erste Möglichkeit, wenn wir das nicht möchten oder vielleicht auch nicht können, weil wir eben mit Code arbeiten, der aus einer Library kommt. Dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir jetzt hier in XAML üblicherweise eben bei der Listbox sagen, dass der DisplayMemberPath gleich voller Name ist. Was hier passiert ist, dass die Listbox über Reflection feststellt, okay, gibt es eine Eigenschaft, die voller Name heißt? Wenn das der Fall ist, dann hole ich mir die Werte für meine Eigenschaften eben daraus. Und wir sehen, auch das geht jetzt hier eben. Wir haben eben genauso wie vorher hier Walter White und Jesse Pinkman stehen. Ist vollkommen egal, was man macht, beides führt zum Ziel. Und ich lasse es jetzt einfach mal direkt in dieser Variante. Also merken, jedes Items-Control hat DisplayMemberPath und darüber kann man eben einstellen, wie der String heißt, der eben im entsprechenden Items-Control angezeigt werden soll. Punkt 2 ist, wenn ich jetzt hier ein Element auswähle, dann soll doch bitte hier komplett die entsprechenden Textblöcke dazu befüllt werden. Das macht man wiederum über das Hollywood Principle.
beziehungsweise eigentlich heißt es Inversion of Control. Das heißt, der Kontrollfluss wird umgekehrt. Wir suchen uns hier jetzt eben den Event raus, der geworfen wird, wenn die Selektion in der Listbox geändert wird. Und der heißt, wer hätte es gedacht, Selection Changed. Dieser Event wird immer ausgelöst, um genau zu sein, wenn eben der Nutzer ein anderes Element in der Listbox auswählt. Und wir erstellen uns jetzt in der Code-Behind-Datei dieser Ansicht, dieses User-Controls eben, hier eine Methode, die an dieses Event gebunden ist. Das heißt, diese Methode wird immer ausgeführt, wenn wir eben eine neue Selektion haben. Das heißt, ich werde mir erst noch eine Hilfsmethode schreiben, in der ich eben sämtliche Textblöcke, die ich gerade habe, leer setzen kann. Das heißt, ich mache den Name-Textblock, dessen Texteigenschaft ist gleich vom Geburtstagstextblock, die Texteigenschaft gleich dem E-Mail-Textblock.text gleich dem Telefon-Textblock.text und das soll eben alles null sein. Oder wir können auch wahlweise String.empty nehmen. Gut. Das heißt, das erste, was ich mache, wenn sich die Person ändert, ist, dass ich alle Textblöcke leere. Das nächste, was ich mache, ist, dass ich jetzt mir versuche, den Kontakt zu holen über die Listbox. Das geht über Selected Item, wie wir schon gelernt haben. Und ich versuche, das eben jetzt als Kontakt zu casten. Von Selected Item selber bekomme ich nur ein Object zurück, wie man hier eben im Tooltip sieht. Deswegen versuche ich das zu casten. So, wenn dieser Kontakt jetzt eben null ist, es kann sein, dass nichts ausgewählt ist, dann mache ich nichts weiter. Ansonsten setze ich aber die Textblöcke eben mit den Informationen, die ich von diesem neuen Kontakt habe. Auch diese Methode erstelle ich mir hier eben. Und ich kann jetzt eben sagen, dass beim NameTextBlock der Text gleich Kontakt.voller Name ist. Vom Geburtsdatumstextblock der Text gleich dem Geburtsdatum.value to Short Date String. Dazu sollte ich aber erst überprüfen, ob das Geburtsdatum beim entsprechenden Kontakt gesetzt ist. Dann haben wir natürlich noch den E-Mail-Textblock, der ist eben gleich Kontakt-E-Mail, aber bitte in Text. Und wir haben hier eben noch den Telefon-Textblock, auch da ist hier in Text eben Kontakt.telefon. Das ist nicht die beste Variante, um so ein Kontaktobjekt, was eben eigentlich noch nichts mit einer Oberfläche zu tun hat, tatsächlich anzuzeigen über verschiedene Textblöcke hinweg, aber es funktioniert. Wenn wir das eben jetzt geschafft haben, das erste, was ich dann noch machen werde, ist, dass ich diese Textblöcke tatsächlich leere. Und wir versuchen das jetzt eben mal auszuführen und wir sehen jetzt hier, standardmäßig wird eben nichts angezeigt. Wir können hier jetzt aber tatsächlich Walter White auswählen, Jesse Pinkman und so weiter. Und wir sehen eben, dass sich jetzt alle Elemente, die im Detail-Bereich vorhanden sind, die aktualisieren sich eben automatisch mit. Das heißt, wenn ich hier jetzt eben Jesse Pinkman auswähle, dann sehe ich hier eben, dass der Telefon-Textblock eben beispielsweise leer bleibt, aber ich sehe eben den Rest. Da könnte man sich auch noch was einfallen lassen, dass vielleicht alle Daten, die dazugehören, zusammengehören und hier keine Lücke drin wäre. Aber im Prinzip geht es bei Master Detail Views eben darum, ich habe auf der linken Seite mehrere Objekte dargestellt, wovon der User eins auswählen kann und dann bekommt er im Detail-Bereich genauere Informationen zu diesem Objekt.
Und das ist eben ein sehr einfaches, ein fast schon popeliges Beispiel, würde ich sagen, um diese Master Detail Views zu demonstrieren. Es kann natürlich auch sein, dass der Master-Bereich irgendwo anders ist, also er muss nicht unbedingt links sein. Üblicherweise sieht man es aber links. Bei mir in Visual Studio ist es aber beispielsweise rechts im Solution Explorer. Okay. So viel zum Master Detail Views. Wir werden uns im nächsten Video dann mit einem anderen Ansichtentyp, der sogenannten Formularansicht, eben auseinandersetzen. Bis dahin sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!